Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Was gibt es Neues bei Autohaus Huber in Nickersdorf? Das ist unser neuer Fiesta. Das letzte Modell in der Ausstattung Titanium mit 125 PS. Das Auto gibt es ab 70 PS bis 200 PS. Kofferraum mit einem Ladevolumen von 291 Liter, da geht schon relativ viel rein. Das ist das neue Infotainment-Display mit 8 Zoll, mit Spurhalteassistent, App-Link, mobile Apps drauf. Da bei diesem Display kommt man unter die Einstellungen rein, wo ich die ganzen Grundsysteme drin habe, von Bluetooth, Telefon, Notrufassistenten, mobile Apps, Audio, Klangverstellen. Aber auch Kia ist bei Huber Nickersdorf mit Neuheiten. So, das ist unser neuer EV6, das Flagship-Modell der Marke Kia im Elektrobereich. Gibt es in 7 verschiedenen Ausstattungslinien, hauptsächlich Airline und GT-Line. Vorteilhaft sind die elektrisch verstellbaren Sitze, Höhentiefen verstellbar. Das Modell gibt es auch im Allrad, Reichweite ist ca. 400 Kilometer. Dieses Auto hat tote Winkelassistenten auch, was natürlich sehr vorteilhaft ist beim Überholen und so weiter, beim Einparken. Praktisch ist das ein großer Kofferraum, was das Elektroauto natürlich hat. Das alles und noch mehr im Autohaus Huber, Nickersdorf. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Ja, gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. In der Gebietsliga Mürz geht es an diesem schönen Wochenende da in die 21. Spielrunde und da gibt es ein tolles Match. Der SV Stadtwerke Obereich trifft da auf St. Marein Lorenzen. Im Herbst haben ja die Mariner 4:2 gewonnen in Marein und die Obereicher, die wollen natürlich heute beim letzten Heimspiel da in Obereich gute Figur machen. Wir wünschen uns schöne Tore und ein spannendes Spiel. Sehr gute Stimmung auf der wunderschönen Obereicher Sportanlage bei diesem Gebietsliga-Mürzschlagerspiel da zwischen SV Obereich und SV St. Marein Lorenzen. Der Schiedsrichter heute Ilja Berkosan und der Matchball, der kommt vom MEMA TV und vom Steirischen Fußballverband. 5 Spieler werden beim SV Obereich gebührend verabschiedet, sollen durch Neuzugänge ersetzt werden. André Kucharek, Gerald Stelzer, Benjamin Himsel, Markus Kurz und Julian Draxler. Alles Gute wünschen wir. Und nun zum Match. Los geht's. Obereich starke Waffe, Strebinger wird da super bedient in der 4. Minute und Strebinger macht da gleich das 1:0 für Obereich und das 17. Saisontor in der 4. Spielminute. Was für ein Auftakt für Obereich! Obereich stoppt da diesen Mareinangriff, aber der Freistoß darauf folgend, der bringt nichts ein. Länger Marein vergibt er einen Hochkaräter.
Omarovic holt sich da den gelben Karton. Man rein da mit einem Torschuss zu zentral, zu ungefährlich. Obereich ist wieder dran, aber der Kopfball da, der bringt nichts ein. Die Gäste machen Druck, wollen natürlich den Ausgleich. Und nach 25 Minuten gibt es eine Trinkpause. Es hat ja heute 30 Grad im Schatten. Ein Foulrückzieher soll das werden. Nicht ganz gelungen. Ja, und da hätte man rein mehr rausholen können, oder? Der Mariner Baumann bekommt da gelb. Himsel Obereich da noch mit einem Freistoß. Treffer gibt's vor der Pause keinen mehr. Mit der 1:0 Obereich-Führung geht's in die Halbzeit. Und dieser junge Fan, der stärkt sich mit einer Breze. Mein Name ist Julian Edlinger, ich bin 23 Jahre alt und seit 3 Jahren Schiedsrichter. Mit über 300 aktiven Kollegen sind wir die größte Fußballmannschaft der Steiermark. Wir würden uns freuen, wenn auch du Teil dieses Teams wirst. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Simon Hirzberger rettet da im Gästetor. Benjamin Himsel ist ein Obereicher Leistungsträger. Nico Stadelhofer Marein hat sich da am Knie verletzt, kann nicht weitermachen und wird durch Rischka ersetzt. Das schaut gar nicht gut aus. Stadelhofer muss mit der Rettung abtransportiert werden. Alles Gute, Nico. Stelzer Obereich da mit einer Top-Chance. Und dann sind die Mariner dran. Baumann wird da super bedient und Baumann macht den Ausgleich zum 1:1. Alles wieder offen in diesem Match. Und darauf folgend eine super Obereich-Chance. Wird liegen gelassen. Beide Teams spielen Fußball mit Herz und das bei diesen Temperaturen. Obereich klopft da ordentlich an. Chancen gibt es auf beiden Seiten einige. Kucharek im Obereichtor wird da gefordert, macht seine Sache gut. Ja.
Marein in der Schlussphase, bärenstark, scheitert aber immer wieder am starken Kucherreg. Und das war's auch schon. Obereich und St. Marein-Lorenzen trennen sich mit einem 1:1 Unentschieden. Die Stimmen zum Match. Ja, was sagt der Obereich-Leistungsträger Nico Glösel zu diesem 1:1 Unentschieden? Ja, ich sag, dass wir relativ, wie sagt man, fahrig angefangen haben. Nach 20 Minuten sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen, obwohl wir uns nicht gefühlt haben. Aber du hast gemerkt, dass sehr viele Ausfälle von uns da waren und dass wir quasi aus dem letzten Loch pfeifen, Peter. Aber Gott sei Dank ist jetzt vorbei und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr gut angreifen können wieder in die neue Saison. Ja, und zweite Halbzeit ist ein bisschen der Soft ausgegangen. Da ist natürlich Marein ein bisschen aufgekommen. Ja, wie gesagt, du hast gesehen, wir haben in der 82. unseren Ersatzdauer bringen müssen, weil uns die Leute fehlen. Und da haben wir uns heute auch wieder drei ausgeholfen, was gerade frisch von einer Verletzung zurückgekommen sind. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert für das. Und jetzt gehen wir in die wohlverdiente Sommerpause. Wie wird es denn in Oberreich weitergehen? Es haben ja 5 Leute aufgehört, werden wahrscheinlich durch neue Werbungen ersetzt werden. Ja, unser Obbau, der Patrick, ist ganz fleißig dabei, neue Spieler zu transferieren. Mein jetziger Wissensstand ist, dass wir bisher 3 bis 4 fixe Neuverpflichtungen haben und dass auch noch weitere hinzukommen werden. Ja, was sagt der Dominik Baumann, der Marein-Lorenzen-Torschütze, zu diesem 1:1? Ja, grundsätzlich am Ende vom Tag muss ich sagen, bitter, dass du eins anspielst. Du hast in der zweiten Halbzeit Chancen zum Saufudern, wenn ich so sagen darf. Es ist blöd gewesen, dass wir vorne ein Tor machen, das eigene, unvergeben mehr oder weniger. Und wir sind nicht zufrieden mit dem 1:1, das kann ich sagen. Also das war die zweite Halbzeit, musst mindestens 3, 4, 5 Tor machen mit den Chancen, die wir gehabt haben. Ja, warum seid ihr zweite Halbzeit erst aufgemacht? Ich weiß nicht, das ist, hat sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die Saison gezogen. Erste Halbzeit, wir brauchen immer die Anlaufzeit, die 20, 30, 35 Minuten, bis dann einmal wieder eine gute Aktion, auch meistens eine gute Aktion, dann kommst du ein bisschen ins Spiel. Aber das hat sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen, dass wir eigentlich von der ersten Minuten weg nie ganz am Drucker waren, sondern halt immer erst dann zweite Halbzeit meistens. Ja, ihr seid ein toller Verein, habe ich gesehen, und bei euch das Zusammenhalten, super. Auf jeden Fall, also das fängt bei uns in der Jugend an mit, weiß ich nicht, das fängt mit den U5-Spielen an, das geht dann bis zur U17. Da wird eine tolle Nachwuchsarbeit geleistet, auch bei uns in der Kampfmannschaft 1, Kampfmannschaft 2. Also da kommen jetzt die ganzen jungen Buben, 16-Jährigen nachauf im Sommer. Also von der Jugendarbeit her, von den jungen Spielern und auch nachher das in der Kampfmannschaft 1, der Zusammenhalt, das gibt es, glaube ich, selten so in der Art, muss ich sagen. Danke fürs nette Interview. Bitte gern.